Das wäre cool. Rezept Quebriff. Rezept Kamin. Überlegene Katze. Überlegener Vollmond. Überlegener Mariborwald. Überlegener Donner. Überlegener weißer Honig. Gut. Das ist sehr schön. Er nimmt auch Runen an. Ich bin mir unsicher, ob ich die verkaufen soll oder nicht. Ich lasse es einfach. Leb wohl. Bis dann. Ich ziehe Leb wohl vor. Warte, fährt ein Grießkram, der doch ist. Da geht es denn das schöne Gold. Das ist wahr. Rib unser Gold. So. Da ist noch eine neue. Dieser Winter war nur die Hälfte der Bienenkörper auf Sticker auf. So, wer möchte die Quest hier irgendwo in der Nähe? War der Dude? Wo ist er? Ich hab hier doch ein Auto. Warte. Ach, ich laufe in die falsche Richtung. Ups. Ups, da sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Entschuldigung, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Und jetzt einfach in die Richtung rechts, bis wir bei dem Questgeber ankommen. Ist das die Person, die da hier so ein bisschen rumkauert? Nee, hier oben ist ein Dude. Da ist ein Androide. Bist du hier oben oder bist du... Nee, der sagt unten. Ach, ihr betet irgendeinen Wandteppich an. Gut, ihr habt Aladdin ein bisschen zu häufig gesehen. Ihr möchtet den Teppich anbieten. Kann ich hier runter? Ja. Dann wäre fast eine gute Idee, das zu markieren. Hey! Komm her! Ich hab dich rufen hören. Ja, ich hab auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat, wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Ah ja, eine Quintkarte. Warum nicht? Markieren ist zu einfach, Leute. es wäre eine kluge Idee gewesen. Habt ihr recht. Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Schocktherapie? Ich habe eine Idee, was wir da tun können. Keine Sorge. Keine Sorge, Kinnas, ich habe eine Idee. Zeit für Schocktherapie. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Feier. Umfange jede Kreatur in deiner schützenden Umgebung. Dieses Ziel kannst du nicht angreifen. Muss ich dagegen ahnen? Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. In deiner schützenden Umarmung. Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Der atmet schwerer als ich, wenn ich gelaufen bin. Beste Quest ever. Ich hätte den einfach nur ein Schweigegelübde abgelegt. Höchstwahrscheinlich tut er einfach nur so, weil irgendwie seine Freundin hat ihn die gesamte Zeit genervt und er so, boah, wie kann ich dafür sorgen, dass ich ihn nicht mehr antworte? Ich habe meine Stimme verloren, genau. Moin Mo, was geht ab bei dir? Ach Gott, ach, du hast auch die Emotes. Ah, Alternis liebt die auch. Wann hast du deine Stimme verloren? Ach nee, du kannst mir nicht darauf antworten, ne? Unlucky für dich, Drakon must have. Hab ich nicht... Ich habe gesehen, der Streamer trägt immer
den Hut, den seine Evolis haben, nicht. Hab aber noch mehr. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen? Mit den Fingern? Wie charmant. Ja, hat er. Seid ihr gut nach Hause gekommen eigentlich? Ich meine, du bist gefahren dementsprechend. Ja, natürlich seid ihr gut nach Hause gekommen. Haben sie versucht, dich auf ein... Hä? Warum? What? Der hat einfach... Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Er ist einfach weggegangen. Ein Hornissennest soll therapeutische Wirkung haben. Als Schocktherapie zum Beispiel. Ich hab noch gelacht. Haha. Immer in die Nähe des Nestes, du. The Bees! Nee, die Bees funktionieren nicht. Wir haben in Köln 20 Minuten gestanden. Das war ein schreckliches Geräusch. Ich stand auch in Köln längere Zeit. Wegen Stau. Ah, Feierabendverkehr, ne, Berufsverkehr höchstwahrscheinlich, ne? Krasse Reaktion, fand ich auch. Es hat mich mehr erschreckt als ihn. Was muss ich mit den Bienen machen? Nee? Muss ich ihn vielleicht schubsen? Lass uns ihn schubsen. Dieses Tier kannst du nicht angreifen. Buh! Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Leb wohl. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Und nun? Legst du dich jetzt schlafen? Irgendwo auf der 1-1, na wieder ein auf der 2 ist schon unverpasst. Wir schicken dich über 500 Dörfer. Nice. Und nun? Ich meine, hier... Was soll ich mit dem machen? Ich kann nicht damit interagieren. Muss ich irgendwie Axi nutzen? Warte, kann ich einfach Axi auf ihn anwenden? Nein. Über Paderborn, Meppen, etc. pp. Paderborn ist halt wirklich immer so ein bisschen im Nirgendwo. Das Nest stört es auch nicht, wenn ich gegenhau. Wenn er schläft. Heißt das, ich muss jetzt warten, bis er pennt? Stärke und Weisheit, oh Götter. Ach, das ist von links einer gewesen. Komm, wir warten mal bis Nacht, ne, bis 22 Uhr, dann liegt er bestimmt und schläft. Oder auch nicht, er sitzt noch immer auf seinem Stein. Kann mir jemand sagen, wie ich das mit den Wespen machen soll? Gibt es da irgendwie... Hab ich irgendeine Spielmechanik verpasst? Das glaube ich. Ach, guck mal, ich kann dann die magische Lampe... Wie wär's hiermit? Falsche Taste. Grünes Licht, ich bin Green Lantern. Tripfeuer. Mach mal einen Mucks, du. Puste das Feuer aus und macht Lärm. Scheint sich davon nicht stören zu lassen. Ich möchte die Gwyn-Karte. Legt er sich hin? Ich glaube, er legt sich hin. Nee, er macht Feuer. Dieses Tier kann ich nicht angreifen. Ich möchte auch nicht das Tier angreifen. Ich möchte ganz gerne... Kannst du... Ah, da. Ich muss da einfach nebenstehen. Hallo. Ich... da. Art für die Stecher. Ah, muss ich doch mal gleich ausprobieren. Ist das jetzt wirklich so... Upsa. Dieses... Ja, ich... Nein, ich... Hallo, Spiel. Bitte.
Also bisher ist in Witcher das größte Problem die Steuerung. Für mich. Das ist mein größter Feind. Come on! Ich muss halt wirklich darauf warten, dass er sich jetzt hinlegt und schläft, ne? Okay, dann warten wir mal bis 3 Uhr morgens. Vielleicht schläft er dann. Nope. Was ist falsch mit dir, dass du um 3 Uhr morgens noch wach bist? Oh, schneid. Du bist ein Druide, kein Student. Schaut ein bisschen aus, als müsste er auf Toilette. Er legt sich jetzt hin? Oder kann ich einfach mal Feuer an und wieder ausmachen und ihn damit ärgern? Sleep is for the weak. Anscheinend, ne? Tu etwas! Bitte! Komm schon! Du bist schlimmer als Miraculix. Weißt du das eigentlich? Schlimmer als Miraculix, als er vom Hinkelstein getroffen wurde. Okay, warten wir nochmal 2 Stunden. Mal schauen, was dann passiert. Legst du dich jetzt schlafen? Oh Freya, umfange jede Kreatur in deiner schützenden Umarmung. Dein Kollege ist wieder hier. Okay. Gut, dann. Ne, der will so spielen. Wo ist denn der zweite Dude jetzt hergekommen? Der zweite Dude hat wohl gerade eine richtig geile Schneeflocke gegessen, du. Oder es ist kein Schnee. Und der hat es einfach eingeatmet, was da jetzt auch immer gerade runterkommt. Oh, er tut Dinge. Ich glaube, er legt sich hin. Ha, gut, das hat funktioniert. Ich war jetzt kurz verwirrt, warum der eine so schreiend weggerannt ist. Höchstwahrscheinlich habe ich das Art aus Versehen auf irgendwen gewirkt. Okay. Die haben die, weil höchstwahrscheinlich wurde denen gesagt, oh, ihr dürft einmal, eine Person darf den Mittelfinger zeigen. Und genau diese Person hat man dann für 4 Mittelfinger genutzt. Oh, Bies. Verpiss dich endlich, du! Oh nein, mein Schweigegelübde, alles umsonst! 3 Jahre lang kein einziges Wort, keinen Piep, bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Tut mir leid, ich bin reingelegt worden. Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Such dir solche Freunde, die extra eine Hexe dafür anheuern, damit du dein eigenes Schweigegelübde gebrochen bekommst. Das wusstest du nicht mal mehr. Ich ging jetzt auch nicht unbedingt davon aus, dass er sich wirklich Schweigegelübde auferlegt hat. So. Ha, ich habe ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Druide einen solchen Humor haben könnte. Sieh einer an. Ein Bart bis zur Taille. Und den Humor eines Kleinkinds. Viel Glück. Mein Humor, Entschuldigung. Genau, jetzt, Iorvet, das war doch... Das war mal nicht sogar eine gute Karte. Da. Ein schlechtes Ohr. Die Blumen sind heuer spitz. Oh, da. So, wie schaut das jetzt hier aus? Genau, in Arbion müssten wir eigentlich noch den...
Ich gehe sogar kurz nach Arn. Ist es Arn oder Arnbjörn? Bin aber raus hier aus dem Chat. Muss noch was tun. Dann danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dich zumindest ein bisschen davon abhalten, was Nützliches zu tun. So, einfach alles annehmen. Monster auf der Hauptstraße. So, okay. Und dann gehen wir weiter. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Ich kann dir gleich mal gucken, wie gut die Karte ist. So, Brücke nach Kertrolde. Kertroll, voll der Troll, ey. Aha, lul. Möge deine Axt nie zerbrechen. Doch, Quintkansatz. So, ist ein Square Tell. Geralt von Riva, ist es. Ja, weht. Ach, das ist die Karte. Ja, die ist sogar halbwegs okay. Aber ich habe noch nicht so viele Square Tell-Karten. Monsterkarten habe ich bisher, glaube ich, auch noch nicht viele, ne? Halt Geralt und Ciri und Yennefer, weil die quasi zu allen Fraktionen gehören. Zoltan haben wir auch, weil der halt ein Halbling ist. Das Gaunter, das Rittersporn. Wir haben den Waldschreit. Der mysteriöse Elf ist halt echt gut. Unhold. Wir haben aber, also wir haben hier zwei Mumen, das ist ganz gut. Aber wir haben halt sonst nicht viele weitere Monsterkarten. Muss ich mal gucken, ob man die irgendwie kaufen muss oder doch alle gewinnen kann. Weil so ein Monsterdeck fände ich schon ganz cool, das zu spielen. Wobei da auch, ne, da müsste man höchstwahrscheinlich viel mit gutem Wetter spielen. Damit man, weil das sind viele Nahkämpfer, die man hier hat. Ne, die Moom zum Beispiel sind alles Nahkämpfer, die Krabspinne ist Nahkämpfer. Ne, also alle, die Unterstützung haben, sind halt so ziemlich Nahkämpfer. Und wenn dann der Gegner einfach Frierdings spielt, dann hast du halt ein bisschen Pech gehabt. So, beim Anführer, was haben wir denn hier? Nach einer Wetterkarte und spiele sie sofort aus. Wirf zwei Karten, ab und ziehe eine Karte deiner Wahl. Nimm eine Karte von Ablagestapel zurück auf die Hand. Passiv verdoppelt die Stärke aller mit Spion und das wäre verdoppelt die Stärke deiner Nagel, aber das wäre kein okay. Muss halt mehr Gewinn mit Monstern spielen, anstelle denen einen vor den Latz zu geben. Vielleicht wollen die Sukubi ja Gewinn spielen. Stimmt das Gerede über den Eisriesen? Ist das? Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Schmelz die Klinge ein und schmiede sie nochmal. Ein Schwert soll scharf sein, nicht hübsch aussehen. Rüstungsschmied. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Ich dachte mir, dass du kommen würdest. Ach was, ich wusste es. Ach ja? Hier in der Festung Kertrolde findet man die bestsortierte Waffenkammer von Skellige. Jeder weiß das. Das sehe ich mir gern selbst an. Nimm dir Zeit. Sieh dich gründlich um. Würdest du... Nee, was hast du denn so? Erst ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Na, einfach mal reinschauen. Eine Rüstung höchstwahrscheinlich einfach. Karten. Die Karten sind sogar echt wichtig. Ibrahim Savis. Das sind einfach alles Karten. Was ist das hier? Feuchte, schimmelige Notiz von Hieronymus zum Hexer Elgar. Das ist vermutlich auch interessant. Ebenso wie das. Ne, damit können wir nämlich... Oder das gibt uns Möglichkeiten, die Hexerausrüstung zu suchen. Der Rüstungsschmied ist Geselle. Das ist sogar echt gut. Ich würde ganz kurz einmal alles, was ich verwende, reparieren. Ne? Und ich trage gerade die Katzenhandschuhe nicht. Ja. Überlegene Bärenhandschuhe. So, schauen wir mal die Hose. Können wir schon die Katzenhose verbessern? Ich würde die Greifenhose gerne verbessern, nicht? Vielleicht machen wir, nachdem wir gleich die ganzen Gewinnkarten haben, die anderen Rüstungen. Ich habe die ganz normalen, es gibt ja noch die Bärenrüstung. Davon habe ich bisher nur die überlegenen gefunden. Vielleicht findet man die hier, ne? Das Plunderstiefel, oder habe ich schon was von der Bärenrüstung? Ich glaube nämlich nicht, ich habe Verbesserung für die anderen.
Ich glaube, die Bärenrüstung ist die, die mir vom Aussehen am meisten gefallen würde. Gut. Bis dann. Wiedersehen. So, du bist auch ein Rüstungsschmied. Ist hier einer? Du bist ein Waffenschmied. Kann ich mit dir reden? Kümmer dich um deinen Kram. Ich kann leider nicht mit dem reden. Darf ich nicht? Oder giltst du als Waffenschmied? Nein, ich... Müssen die Schwerter geschärft werden? Okay. Lass wieder tot bist du. Du trinkst zu viel. Ich trinke gar nicht, Junge. So. Aber nee, wir spielen Karten. Hundi. Kann ich eigentlich... Schwerter auf den Rücken. Lass das sein. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Der Hund folgt mir. Okay, um Pferd zu... Oh, oder auch nicht. Doch! Kann keine Stufen hochgehen. Für immer nach Kertrolde zu kommen? Nee. Er folgt mir doch nicht. Schade. Mir wurde eigentlich gesagt, dass wenn ich Tiere mit Axi bezauber, dass sie mir folgen. Naja. Ah, Lugos. Da, mit dem muss ich Gwind spielen. Nun, was gibt es? Gwind. Gwind, kennst du das Spiel? Scheißen Möwen von Klippen? Zeig mal dein Blatt. Wir spielen um meinen Katakan. Spielen wir. Dann zeig mal, was du drauf hast. Katakan bedeutet Monster. Nördliche Königreich. Holy Dog, er hat geleuchtet. Weil ich ihn verzaubert habe. Ach, ich beginne. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich mag es nicht zu beginnen. Find es okay. Klirrende Kälte ist sogar sehr gut. Den Gaunter will ich weghauen. Jetzt habe ich zwei Drachenjäger, das ist sehr gut. Ich tausche die Finte nochmal aus. Ah, das geht sogar. So, ich bin am Zug. Wir spielen einfach mal Geralt. Schauen wir mal was. Wobei Katakan ist Fernkämpfer. Mein Gegner passt. Okay. Wegen meiner. Das ging einfach. So, das sind die Neckar. Er hatte sogar noch eine Neckarkarte auf der Hand. Zeit für ein Duell. So, was kann sein Dude eigentlich, sein Anführer? Verdoppelt die Stärke der Nahkampfeinheiten. Na, okay. Okay. Wir spielen ganz kurz das Katapult aus, um ein Verbrennen, falls es haben sollte, um das ein bisschen zu bummen und so. Gottchen, Hilfe! Ich habe Katakan mit einer anderen Karte verwechselt übrigens gerade. Fällt mir mal eben so auf. Das ist extrem dicht der Nebel. Das ist gut, dass er den jetzt spielt. Damit kann ich nämlich meine Anführerfertigkeit nutzen, bevor ich meine klirrende Kälte spiele. Gorgo. Ach Gottchen, das Viech. So, dann kann ich auch die beiden Drachenjäger spielen, ohne dass ich Angst haben muss, dass die irgendwie verbrannt werden. Das sind viele Kreaturen. Das ist wahr. Da hat er den Gorgo wieder auf die Hand genommen. Okay. So, da verdoppelt er die Stärke seiner Nahkampfeinheiten. So, 15 jeweils. Das wären... Ich könnte die verbessern, die beiden hier. Na, weil, also, die haben jetzt... Grundstärke haben sie ja eine 5. Aufgrund ihrer engen Bindung ist diese verdoppelt. Das bedeutet, beide haben jeweils 10. Das bedeutet, wenn ich da das Kriegshorn reinsetze, na, was ich jetzt einfach mal mache... Dann wird das 20 sein, was 40 sein wird,
plus nochmal 16 sind 56, was, wenn ich die beiden nehme, sind das 12, 20, 26, 26 mal 2 sind 52, das bedeutet, das Horn des Kommandanten ist hier stärker. Mathematik mit Schatten. Der Einschüchterer. So, zack, Tribok. Ist jetzt die Frage, was seine nächste Karte oder was seine letzten Karten sind. Noch ein Werwolf. Wenn er noch einen Nebel hat, wäre es natürlich kacke. So, jetzt gewinne ich nämlich gerade. Noch ein Einschüchterer. So, und was ich jetzt nämlich mache, ist ihm einmal voll die Tour vermasseln. Mal schauen, was passiert jetzt. Er hat eine klirrende Kälte. Er so, ah, du hast mich kaputt gemacht. Dann mache ich mich halt nochmal kaputt. Ich würde dich gern aufschlitzen, aber dann heißt es, Logos wäre noch irrer. Nimm den Katakan und verschwinde. Das war relativ einfach. Mein Monsterdeck sind halt sehr einfach zu überlisten. Solange du halt eine klirrende Kälte hast, gewinnst du quasi automatisch. So. Deswegen ist halt so hauptsächlich das, was dich fertig macht. Krach! Ich will reden. Warum ich jetzt kicher? Zur Information, dieser Mann vermisst gerade beide seine Kinder. Ne? Und er hat uns gefragt, als Freund, ob wir ihm helfen können, seine Kinder wiederzufinden. Und ohne, dass wir uns darum gekümmert haben, um die Quest, kommen wir jetzt wieder, nach einigen Tagen sogar schon, in-game, und fragen ihn, Gwind? Hast du schon mal Gwind gespielt? Ha. Moisak hat's mir beigebracht und mir einen Kartensatz gegeben. Möchtest du spielen? Klar. Lass uns eine kurze Partie spielen. Ja. Mein Deck ist okay. Genau, er spielt auch Monsterkarten. Also wenn ich eine klirrende Kälte auf die Hand bekomme, wäre großartig. Aber ich habe Ich habe drei Dudes. Ist easy. Kinder, Kinder. Wer braucht Kinder, wenn er Gwind hat? Genau. So, wir spielen es hier als Thaler. Nice, ich habe eine klirrende Kälte gezogen. Ich hätte mir nichts Besseres wünschen können als das. Halt wirklich nicht. Weil damit mache ich sowohl Dijkstra als auch fürs Stennis so ziemlich nutzlos. So, ich habe einen Gaunter gezogen. Was ich jetzt übrigens machen werde, ist ich spiele Geralt. Dann spiele ich den Gaunter, weil ich den zweiten Gaunter nicht auf der Hand habe und dann gewinne ich die Runde. Ziehe nochmal eine extra Karte und bin damit noch immer drei Karten über ihm. So, und habe nochmal eine klirrende Kälte, was halt relativ wichtig ist. So, okay, er hat Thaler auf der Hand behalten, das ist gut. Auf dem Feld ist halt so ziemlich das Beste, was hätte passieren können für mich. So, jetzt gehen wir nochmal für Stennis. Damit wir nochmal zwei Karten ziehen dürfen. Und jo. Okay, er spielt. Er hat eine Wetterkarte gespielt. Wegen meiner. Wir spielen die Dame. Und das ist sogar echt gut, dass er die gespielt hat. Oh, er ist einfach mein Retter, ne? Was ich jetzt nämlich machen kann, ist mir klammheimlich eine kleine Armee aufbauen in der untersten Reihe. Ohne dass der NPC das so richtig zählen wird. Aber ich habe hier die beiden Katapulte. Die haben wieder das Handschlagsymbol, was bedeutet, dass sie ihre Stärke verdoppeln. Das bedeutet, statt insgesamt 16 werden es halt
16 pro Karte, sprich 32 Schaden sein, die sie machen können. Wobei ich glaube, ich werde das nicht mehr brauchen. Er scheint kein so gutes Deck zu haben. Oder es ist halt einfach, dass Monster-Decks relativ einfach zu countern sind. Wobei es auch schwer ist, gegen Spion-Decks zu spielen. Einfach weil, wenn du ein Spion-Deck spielst, hast du halt deine komplette Hand. Hast du deine komplette oder dein komplettes Deck auf der Hand. Und der Gegner kann halt so ziemlich nichts dagegen tun. Außer natürlich, er spielt mit Finden und spielt dann auch lauter Spione. Dementsprechend, ich kann jetzt einmal meine Anführerfertigkeit einsetzen. Damit verschwinden beide Wettereffekte und damit müsste ich eigentlich schon gewonnen haben. Na, aber um zu zeigen, wie... So, und jetzt ist quasi sein komplettes Brett kacke. So, und ich habe noch immer Karten übrig, ne? Ich kann jetzt einfach mal den hier eben spielen. Ich kann Kaira Metz spielen. Ich kann noch die Heilerin spielen, kann mir damit nochmal einen Gaunter wiederholen. Kann nochmal Finta auf der Heilerin anwenden, damit ich mir den zweiten Gaunter wiederholen kann. So, zack, zack. Du bist gut. Ist dir das klar, Wolf? Ich habe hier diese seltene Karte. Nimm sie. Du kannst sie besser gebrauchen. Danke. Du könntest einen Mann im Dorf von Kertholde herausfordern. Er ist zwar nur Schneider, aber doch ein würdiger Gegner. Siusta heißt er. So, dann geht's jetzt... Oh, wir haben Trauung erhalten. Mach mich nicht wütend. Geht's jetzt auf zu Siusta. Trampel. Wie lieb die mich hier haben. Ich muss gestehen, ich finde Skellig doch schon ein bisschen angenehmer als Novigrad und Velen. Einfach weil Novigrad und Velen halt, upsa, doch Ärsche sind. Im Vergleich zu Skellig. So, ich teleportiere mich runter. Das geht schneller. Irgendwie traurig. Was ist das für ein Fragezeichen? Können wir irgendwann später mal machen. Hier in den Hafen können wir gehen, weil die Dörfer kleiner sind. Nee, ich mag es halt einfach eher, weil die halt... Die hassen mich nicht. Ein seltsames Langschiff ist nicht so viel. Warum nicht zum Teil? Die finden mich ganz okay, einfach weil die mich als Krieger sehen. Du siehst krank aus. So. So, dann gehen wir jetzt hier ganz kurz mal in die Truhe. Was will ich eigentlich in der Truhe? Ich weiß es nicht. Achso, ich wollte die Klamotten hier mal weglegen. Das brauche ich nämlich jetzt alles nicht. So, skellige Hose, die Henkerstiefel. Und damit sind auch die eleganten Nilfgaardischen Schuhe wieder weg. Ich muss die Waffen demnächst auch wieder verkaufen. Und die festlichen Pantoffel von Skellige können auch weg. Die Freischärlerstiefel könnte ich nur noch einsetzen, aber ich glaube auch das ist eher so Verkaufmaterial. Habe ich, upsa. Diabel schon. Sehe ich es zumindest nicht, wenn ich das richtig sehe. Klinge von Tiertocherei? Nee, ne, das wäre... Ich glaube, das wäre... Jetzt haben wir Questok, sehe ich. Minus 46, minus 64. Dann können wir Questok verkaufen. Kann ich das irgendwie sortieren? Gibt es ein... Ja. Seltenheit. Okay, ich habe gehofft, dass meine Box auch sortiert wird. Außerdem bist du der Freund des Großdrehen und des Königs. Das klar, dass sie auf nett machen. Na, ich... In meinem Kopf ist es, weil ich Krieger bin. Finden sie mich toll. Übrigens, ich finde es sehr cool, dass vom Musikdesign, dass wenn wir hier in dem Raum sind, ihr das Theme von Yennefer spielt. Also ich bin mir unsicher, ob das wirklich ihr Theme ist, aber halt die Musik, die man bei Interaktion mit Yennefer oder Triss bekommt, spielt. Dieses Hafengeklimper. So, ich möchte übrigens heute nur noch Skelliger Steel zu Ende machen und dann würde ich den Stream beenden wollen. Das heißt, wir schauen jetzt mal ganz kurz, wenn Siusta der letzte Dude ist,
dann wäre der Stream danach vorbei. Tag. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Wohl der Einzige auf den Inseln. Kannst du mir die Haare schneiden? Ich habe gehört, dass du Gwent spielst. Spielst du zufällig Gwent? Oh ja, das ist meine Leidenschaft. Möchtest du spielen? Ja. Allzeit bereit. Es kann losgehen. Let's go. Nördliche Königreiche. Das mag ich nicht. So, ich habe einen Gaunter, ich habe einen Fürst Stennis. Klirrende Kälte kann ich raussetzen. Und die Heilerin ist okay. Ja. Das habe ich irgendwie erwartet. Ich spiele zuallererst den Gaunter, damit ich den aus dem Deck raus habe und nicht aus Versehen ziehen kann. Das wäre quasi so ein Zonk, den ich ziehen könnte. Okay. Immerhin ist eine Verbrennkarte raus. Das ist doch schon mal was. Ich habe noch einen Finte gezogen. So, nimm den Taler, let's go. Da ist mein eigener Dijkstra. Der Zonk ist doch hübsch, den sieht man gerne. Nice, Yen und Geralt. Ach Mensch, du hast mir meinen Taler wiedergegeben. Das ist aber lieb von dir. Hier, guck mal. Möchtest du einen Taler? ich spiele mal Geralt in der Runde, ja. Einfach um zu gucken, wie er reagiert darauf. Okay, das ist gut, dass er die Karte raus hat. Wir spielen den Drachenjäger. Sollte ich nämlich noch einen weiteren Drachenjäger ziehen, wäre das nicht so schlimm. Da ist die nächste Finte. Beziehungsweise... Was ich jetzt machen könnte. Ja, ne. Ich weiß halt nicht, ob er Wiederbelebung hat in seinem Deck. Dann spielen wir lieber die Finte auf Stennis und legen Stennis selber nochmal. Damit ich nochmal extra Karten ziehe. Da ist ein Horn des Kommandanten, okay. So. Solche Spion-Decks sind halt einfach affig, wenn man da gegeneinander spielt. So, das ist der zweite Drachenjäger. Das ist sogar cool, dass ich den bekommen habe. Er hat einen blauen Streifen. Das klingt ein bisschen komisch. So, ich habe zwei Leute, die wiederbeleben können. Das heißt, entweder kann ich zwei Drachenjäger wiederholen, dann würde ich die beiden Katapulte nicht spielen wollen. Sogar. Da ist ein weiterer blauer Streifen. Das habe ich mir doch gedacht. Was ich dagegen jetzt tun werde, nennt sich Klirrende. Warte, was kannst du... Zerstöre die stärksten Belagerungseinheiten des Gegners, sofern deren Gesamtstärke mindestens 10 beträgt. Shit. Da habe ich jetzt Blödsinn gebaut. Ich versuche ihn rein zu baiten, seine Fertigkeit zu nutzen. Muss ich jetzt. Ich habe leider keine Belagerungseinheit mit... Doch, ich hätte sie als Belagerungseinheit, damit ich auf über 10 komme, aber das zählt nicht. Ich brauche sie halt, damit ich die beiden Drachenjäger bekommen kann in der nächsten Runde. Er passt! Shit! Jetzt hätte er es gewusst, ne? Reicht das schon, um zu gewinnen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ja.
Ne, weil ich habe noch. Ich habe keine weitere Finte mehr, leider. Das wäre schön gewesen. Ja, komm, wir spielen zuerst alle unsere Helden aus. Da wird es doch nochmal spannend, ja. Also die 16, die ich hier habe, die kann ich schon mal komplett vergessen. Außer ich spiele sie jetzt. Lass mich kurz nachdenken. So, das sind 11. 11 sind 22. Ich könnte alternativ 16, 32 haben. Ja, das... Oh. Jetzt muss ich klug spielen. Jetzt muss ich nachdenken in einem Kartenspiel. Was soll denn das? So, jetzt nutz, Dude. Damit ich mit Yen und... danke. Mit Yen und der anderen Dame kann ich die beiden jetzt wiederholen. Na, dementsprechend ist das kein großer Verlust für mich. Also natürlich schon doof, aber es ist halt... an sich kein großer Verlust. Das Schlimmste, was jetzt wäre, wenn er nochmal Verbrennen auf der Hand hätte. Das versuche ich jetzt ein bisschen rauszubeten. Aber anders, er dürfte eigentlich nicht mehr... Eigentlich dürfte er nicht mehr gewinnen. Nee. Vernichte ich ihn jetzt nochmal, weil ich kann. Gib mir mein... Könnte statt 32 auf 20 Bonus haben. Was waren das? Plus 11 sind 31, sind 62. Trotzdem zu wenig. Das heißt Katapult und Katapult quasi. Guck mal, da muss man jetzt Mathematik machen. So, hier, zweites Katapult. Zack. Horn. Boom. So, was kriegen wir? Bravo. Ein überzeugender Sieg. Glückwunsch. Okay, damit haben wir die Quest Skelligas Tier. Oh, es schneit wieder. Abgeschlossen. Yavin. Wir haben Emra erhalten. Sonst noch irgendwas? Nein. So, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz die Karten an. M hier war Emra. Entschuldigung. War Kaiserchen. Nilfgaard. Haben wir jetzt quasi alle M-Rei? Ja. Fände ich schön zu wissen, welchen wir bekommen haben. Aber wir haben jetzt quasi alle. So. Und... wie hieß der jetzt? Da habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst. Beziehungsweise vergessen. Oder war der Nilfgaard war der für irgendwas spezifisch? Ich glaube nicht, ne? Ist jetzt nicht, wen wir bekommen haben. Ist das schön, ne? Ich kann den mysteriösen Elf übrigens da mal reinsetzen. Ja, der ist ganz gut. Nö, ich habe das jetzt nicht richtig mitbekommen. Aber war bestimmt eine gute Karte. Warte, ich schaue hier nochmal rein. Haben wir Regis? Nein, wir haben nicht Regis bekommen, oder? Wen haben wir nochmal bekommen? Yevhen haben wir bekommen. Da. Ist eine Elfenkarte. Ja, okay. Nicht unbedingt hervorragendes, aber hey. Kann man mit leben. Ach, guck mal, wir haben hier einen Draug. Ein Draugen. So, wir haben einen Vampirbruxer und das ist ein Vampirkatakan. Und da ist ein Neckar. Gut. Speichere ich an dieser Stelle. Danke, dass du dabei warst, Linkus. Vielen lieben Dank auch an alle anderen, die dabei gewesen sind, die reingeschaut haben. Dann nochmal vielen lieben Dank an Chucky für seinen Host und für 4 Monate Treue. Und ich schaue nochmal ganz schnell, ob jemand von der Streambar noch online ist. Und wenn ja, dann hoste ich da nochmal rüber.